So, Plan für bis gleich, bis Leute kommen zum Spielen. Ich habe eine folgende Request bekommen oder eine Anfrage bekommen, ob man eine bestimmte Animation machen kann. Im Prinzip kann man Animationen machen, nur hier wurde sich gewünscht, eine Animation zum Schwert ziehen und das soll dann in der Hand bleiben. Da war ich mir nicht so sicher, ob das in der Hand bleiben funktioniert. Wir werden das jetzt immer mal testweise basteln und gucken, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, lade ich das einfach so als Tutorial hoch oder so. Und wir machen jetzt einfach einen Testlauf. Also, wie gesagt, Plan ist, wir ziehen gleich Lucy in Blender. Wir erstellen eine iCarry, damit wir es leichter haben zum Animieren. Packen das alles dann in Unity und machen einen VM-Charakter draus. Mit einer Animation. Oder vielmehr mit der SDK einen Charakter für VC Face. So, das erste brauchen wir natürlich erstmal. Wir machen das alles mit Lucy. Wir machen von Anfang an. Wir brauchen erstmal Lucy und die müssen wir über den Cats-Plugin-Importer in Blender rein importieren. Wo habe ich sie denn? VTubing. Charaktere. VM. Wir können Anna nehmen. Aber mit ihr wollte ich noch was anderes machen. Welche ist jetzt die aktuelle? Ich glaube, die hier. Das müsste die iPhone-Tracking sein. Das ist mir jetzt eigentlich vollkommen egal, eigentlich, was für ein Tracking drauf ist. Ob jetzt Webcam oder iPhone. Mir geht es mir um die Animation. Wir basteln uns ein ganz raffes Prop. Also, wir brauchen eine Scheide. Zweimal das Schwert. Ihr seht auch gleich, warum zweimal das Schwert. Weil das braucht zwei verschiedene Positionen. Und ein IQ-Rig. Damit wir es halt animieren können. So, da haben wir schon mal Lucy. Dann machen wir ein bisschen an Farbe und bunt. Dann basteln wir uns jetzt erstmal. Nein, keine Plane. Ich möchte einen Cube. Wir machen das jetzt ganz simpel. Das wird nicht sonderlich schön. Das ist jetzt nur ein Testlauf. Wir brauchen erstmal Proportionen komplett off. So, Schwert. Ich will nichts hören, das ist jetzt so. Wir machen das folgendermaßen. Das Schwert brauche ich ganze zweimal. Das muss getrennt sein. Das darf nicht zusammen in ein Mesh. Weil wir müssen das Schwert ja verschwinden lassen. Wir brauchen ein neues zum Festhalten. Ich mache am besten. Wo fange ich an? Ich packe erstmal hier überall einen Bone rein, damit wir den leichter benutzen können. Ich brauche eine Bone, 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 Bone. Was ist denn hier? Single Bone, danke. Ich packe den jetzt erstmal an mein Schwert. Mit Scheide. Ich gucke, dass dieser Punkt hier, darum wird sich's ja rotiert, dass das ungefähr einfach unser Rotationspunkt am Schwert wird. So ungefähr hier die Höhe. Sinnvoll, wenn man einen Gürtel hat, dann wird das halt wirklich hier an der Kante von Gürtel und Schwert gemacht. Wir machen das jetzt aber allen simpel. Und dann machen wir das Ganze nochmal an das Schwert. Also, wie habe ich das geschafft? Würdest du es bitte um diese Achse verschieben? Danke. So, das packen wir in die Mitte. Ungefähr hier. Und das soll ja in der Hand gehalten werden, also packe ich den Rotationspunkt hier hin, dass das mehr so an der Handfläche liegt. So, dann müssen wir das verbinden. Dann sage ich hier, Steuerung P wird Automatic Weights. Hatte ich nicht den zweiten Bone gemacht? Ich habe nicht aufgepasst. Okay, ich brauche noch einen Bone. Ich brauche zwei Bones. Der hat nur einen Bone. Wo ist der zweite Bone? Den habe ich einfach nicht kopiert. Habe ich einfach nur verschoben. Okay, und hier an den Bone packen wir Schwert und das ran. Steuerung P. Andersrum. Zack, zack. Ja, das, das und das. Steuerung P mit Automatic Weights. Dann sind die nämlich hier dran. Im Object Mode wird das auch leichter. So. Okay.
Dann nehmen wir erstmal das Zeug und packen das an unsere Position. Na, nee, warte mal. Was mache ich denn? Set Origin Center, danke. Hat man so ein Schwert ungefähr hier. So. Das schwebt jetzt einfach da. Und das ist an der Seite. Warte mal, dann ist die Linkshänderin. Ist ja Wurst. Ist jetzt vollkommen egal, wo das Schwert ist. Set Origin to. Und dann wird das hier dreht. Da drehen wir auf minus 90 Grad. Dann packen wir das hier einfach so an die Hand. Ich mache das mehr jetzt so Pi mal Daumen. Soll ja ein Test sein. Ja, das passt schon. Wo kannst du es festhalten? Dann ändere ich den hier. Nochmal ein bisschen. So die Handfläche ungefähr. Gut. Sichern. Ich habe das noch getrennt. Ja. Einmal, zweimal. Das ist alles getrennt. Das sollte auch so gehen. Was? Oh. Ich habe wieder irgendwelche Knöpfe gedrückt. Blend Shapes. Okay. Ich lasse es doch getrennt. Müsste eigentlich auch so gehen. Das muss nicht miteinander zusammenhängen. Wir machen jetzt hier eine IQ noch schnell draus. Einmal tappen. Und einmal. Machen wir das auf 2,5, dass wir es ungefähr gleich groß haben. Hier auch. Auf 2,5. 25. Dann brauche ich hier einmal den hier, einmal den hier. Hallo, würdest manchmal funktioniert es nicht ganz. Hier ist Wurst. Dann sage ich hier einmal die Form aus. Relation weg. Die Form aus. Relation weg. Schieben wir das nach hinten. Machen wir das auch hier. Zack, zack. Zack, zack. Machen wir das gleich an den Beinen. Wir müssen eigentlich an den Beinen nichts machen, aber ich mache es jetzt einfach nur mal so. Vielleicht brauchen wir das ja später. Die Formulation weg. Du sollst die Form da wegmachen. Die streift nichts. Ziehen es auch ein bisschen nach vorne. Wir müssen halt hier gucken, dass wir ein bisschen einen Winkel haben, dass das nicht ganz gerade ist. Das müsste eigentlich reichen. Machen wir das auch hinten bei die Beine. Wenn wir es kriegen. Zack, zack. Zack, zack. Das müsste so gehen. Dann gehen wir hin. Wie war das? Muss ich das hier dran packen? Ich vergesse es jedes Mal. Muss ich den IQ hier dran packen oder eins weiter hinten? Wo haben wir es? Nein, ich muss im Post-Mode. Da, den brauche ich. Inverse Kinematic. 2. Wir brauchen die Armatur und ich habe vergessen, die Dinge umzubenennen. Make left hand. Target left hand. Target right. Alles spiegelverkehrt. Make key. Right. Hand.
Machen wir erstmal hier. Dann suchen wir uns die IKEA Left Hand und die Target Left Hand. Da drehen wir dann hier. 180, das ist nicht so schlimm, es passiert immer mal. Wenn wir das jetzt nehmen, funktioniert es. 1A. Das ist das, was wir wollen. Dass wir das schöner rotieren können, gehen wir hier in den kleinen, sagen, Copy Rotation, die Armatur und IKEA Left Hand. Und dann, sobald wir das jetzt drehen, geht die Hand mit. Dann machen wir auch hier drüben nochmal. Inverse Kinematic, Armatur, aber diesmal suchen wir die IKEA. Rechts. Ah nee, nicht IKEA, Target muss da rein. Target Right Hand. Ach so. Zwei Stück. Angle stimmt. Dann nehmen wir wieder das kleine. Copy Rotation. Auch hier. Na komm. IKEA, right. Zack. Machen wir weiter bei die Füße. Hallo? Meine Maus abgehauen. Sag mal, würdest du denn Dankeschön? Ah nein, was mache ich denn? Ich brauche den Inverse Kinematic. Auch hier. Ach so, wir haben es wieder nicht umbenannt. Benannt. Zwei. Left. Foot. Target. Left. Leg. Get. Right. Leg. Und Target. Right. Foot. So. Hier links. Oh, nicht Hand. Nein, nein, nein. Bitte, bitte am Fuß. Left foot. Danke. Da muss schon an der Fuß. Nicht an die Hand. Wo war ich jetzt? Und hier. Target. Left. Right. Oh, da ist auch. Okay, ich habe mich verschrieben. Da ist noch Guard bei. Wie kommt das denn her? Na, hier haben wir den Fuß wieder im komischen Winkel. Ja, minus 90. Das passt doch so ungefähr. Ja, das reicht. Wir dürfen halt nur unsere Hierarchie nicht zerschießen, sonst geht das nachher mit Rewrite nicht. Mit Unity. Boah, aber ich erzähle nur Blödsinn. Inverse Kinematic, Armatur 1, IKEA. Right foot. Foot. Hä, habe ich nicht umbenannt? Ah, ich habe Key. Right. Gott, das ist falsch benannt. Okay. Right foot. Gleich zu, sonst haben wir wieder komische Posen. Target. Right leg. Den die oder die? Auch wieder minus 90. Zack. Da sind wir. Und hier packen wir auch wieder. Weil wenn wir das jetzt bewegen, können wir das schnell rotieren. Das ist ein bisschen unpraktisch. Dann packen wir Copy Rotation, Armatur, IKEA. Right. Ich muss jetzt mal gucken, wo bin ich right foot. Und dann hier das gleiche. Copy Rotation.
Key. Left foot. Wenn wir das jetzt rotieren? Nee. Hä? Key. Left foot. Würdest du. Geht nicht? Wieso geht das nicht? Ging es nicht auch? Ah, White Ankle. Warte mal, ich mache es falsch rum. Warte mal. Wir haben Fehler gemacht. Nein, das muss nicht hier ran. Das muss da ran. Da muss das dran. Copy Rotation. Right Foot. Ging das nicht, dass ich das... Add. So. Und dann können wir jetzt... Ja. Da kommt man einfach besser dran. Copy Rotation. Armatur. Key. Left Foot. Replace. Add. So. So müsste das funktionieren. Okay, das tut, was es soll. Nice. Soll ich nochmal gucken? Es hätte ganz gerne. Ich mache das anders, weil ich hätte diesen Bone ganz gerne, dass der besser getrackt wird an der Hand. Dann gehe ich in den Edit-Mode. Ich mache das anders. Ich lösche den jetzt hier raus. Pack das Schwert halt nochmal so dahin. Ja, es nervt mich. Ja, ich könnte die einfacher verbinden, aber es ging anscheinend doch nicht so. Mache hier das auch. Ich mache den hier auch nochmal weg. Dreh das um, keine Ahnung, 45 Grad. Einfach, dass das alles eine Armatur ist, ein Imager. Dann habe ich es, glaube ich, leichter nachher in Unity, dass das wirklich auch ein Stück ist, dass das zusammenpasst. Gerade hier, das soll ja richtig getrackt sein. Dann gehe ich hin, nehme mir die Hand, mache das vielleicht nicht im Post-Mode, sondern im Edit-Mode. Steuerung D, ziehe mir den hier runter. Nicht I. Ich muss ja nur rotieren. Da, bitte. 90 Grad. Weiß nicht, warum er jetzt dahin drehen muss. Und die Transforms löschen. Naja, an für sich ist es ja auch egal, in welche Richtung er zeigt. Das packe ich an die Hüfte. Das müsste meine Hip sein, ja. Warte mal. Da lieber dran. Nee. Alt-P. Disconnect Bone. Das hier ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil hier ja nichts mehr dranhängt. Das ist jetzt nur Orientierung für mich. Wichtig ist tatsächlich dieser Böbel hier, das ist unser Rotationspunkt. So, ich denke, das sollte passen. Ich gehe jetzt nochmal in... Nein, sollte nicht passen. Okay. Ich mache mit Empty Groups. Und den hier auch. Steuerung P mit Empty Groups. Ich muss das hier noch sinnvoll benennen. Würdest du bitte in den Edit Mode gehen? Dann ist das Schwert. Ich hab Caps Lock an. Schwert. Wir haben jetzt gedrückt. Das Model ist ja noch da. Ich habe es irgendwie gehitten. Egal, ich gehe jetzt einfach ins Modeling. Aber irgendwelche
Shortkeys gedrückt, ich hab's nicht gesehen. Okay, habe ich das jetzt umbenannt? Schwert, Hand. Dann Schwert, Hüfte. Dann machen wir noch Weight Paint. Schwert, Hand hier. Weight Paint. 100%, zack. Das sollte auch nirgends anders dran sein. Wenn es ja leer reingeladen. Bone. Der kann weg. Dann ist der hier wahrscheinlich auch noch drin. Bone, der kann weg. Packen wir das ein Schwert. Hüfte. Weight Paint. Auch ein Schwert, Hüfte. Und der Bone kann auch weg. So. Dann sollte das jetzt funktionieren. Mal einen kleinen Test. Ich treffe nicht. Muss Zielwasser trinken. Wenn ich das jetzt bewege, bewegt ihr das Schwert. Und das müsste... nicht so gut mit an der Hand fällt. Nein, okay. Ah, okay. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das ein... okay, vielleicht müssen wir einfach den Bone woanders da dran packen. Edit Mode. Du hängst wo dran? Wo hatte ich dich denn festgemacht? Du hängst hier mit dran. Hängst du aber hier mit dran? Warum ist denn Relationship hier? Right Elbow, ja. Yeah. Der ist am Ellenbogen, nicht an der Hand dran, deswegen funktioniert das nicht. Right Hand. Nee, Wrist. Right Wrist. Jetzt hängt er hier vorne dran, jetzt müsste es besser funktionieren. Ist einfach an das falsche... jetzt funktioniert's. Ups, ja, das war so nicht geplant. Ja, weil das dranhängt. Warte mal. Obwohl, wenn ich das jetzt anders mache, zerschießt es vielleicht. Obwohl, eigentlich nicht. Ist Connect Bone. Du sollst ihn disconnecten, wieso tust du das nicht? Da muss ich den hier disconnecten. Disconnect Bone. Wenn ich den hier... ah, jetzt guck. Hierarchie bleibt ja bestanden. Ja, das ist der Master. Der steht ganz oben. Ah, das muss ich noch an den Master packen. Das muss ich gleich mal gucken. Ahu! Was ist eigentlich aus dem Patreon? Ja, was ist eigentlich aus deinem Patreon-Beitrag geworden, der schon... mein Patreon-Beitrag? Ich habe Patreon geschlossen. Also, oh, ich bin etwas schockiert. Patreon habe ich geschlossen. Ich habe jetzt Friendsly aufgemacht für das Not Safe for Work Stuff. Patreon habe ich ewig nichts mehr gemacht.
Patreon hat ja auch die Richtlinien geändert. Da bin ich auch nochmal sicher gegangen, habe das jetzt auf Friendsly alles gemacht. War ja eh keiner, glaube ich, mehr auf Patreon oder so. Ich glaube, vielleicht ein, zwei Leute nur oder so. Lass mich rausgebracht, wo war ich denn? Achso, ich muss die hier noch alle an den Master packen. Sonst gibt es Ärger. Oder macht Unity da auch Ärger? Anil macht da immer Ärger, wenn das mehr als nur ein Master hat. Ich müsste eigentlich alles damit ran. So. Okay, jetzt wieder hier zurück zum Model. Funktioniert alles. Ja, jetzt kann ich auch die Hüfte ein bisschen bewegen. Nein, das ist ja das, was wir machen wollten. So, all den ganzen Quark dafür, dass wir jetzt eine Animation machen möchten. Speichern nochmal. Wir gehen. Wieso ist das Model hier weg? Wo ist Animation? Hier, da. Dann habe ich sie nämlich einmal so. So, wir machen eine kleine Animation. Sie soll das Schwert aus der Scheide ziehen. Das Verschwinden lassen und Erscheinen lassen machen wir später dann in Unity. Ich hoffe einfach mal, dass Unity nichts dagegen hat, wenn das nicht alles unter einem Master läuft. Wenn nicht, muss ich mir was ausdenken. Das macht es leichter zum Animieren. Ich hoffe einfach, es funktioniert dann. Oder wir können hier einfach mal reinladen. Ohne Animation und gucken, ob es geht. Ich lade jetzt das Modell erstmal so rein, ohne Animation, und gucke, ob es funktioniert. Warte mal. Da muss ich in Unity reingehen. Wir machen einen neuen Folder. Oder auch nicht? Doch jetzt. Animationsschwert. Wo habe ich es abgespeichert? Lucy-Schwert. Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht meckert wegen dem IQ-Rig, dass wir das nicht alles unter einem haben. Und für sich. Menoid, von. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob er meckert. Na, scheint aber alles zu funktionieren. Hat überall irgendwas gefunden. Hüpfbein, Chest, dann habe ich hier nur eins. Shoulder, du hast keine Schulter gefunden. Aber hier hast du eine Schulter. Ey, wieso hast du eine Schulter gefunden? Left. Shoulder. Arm, Elbow, Wrist. Shoulder, Arm, Elbow, Wrist. Neck, Ankle, Toe. Right knee, right. Das passt doch alles. Da darf nichts rein. Auge, Auge, Hand. Ach, Hand, ja, Kopf. Kann ich lesen. Daumen, Index, Middle Ring, Little. Ey, das scheint doch alles ganz gut funktioniert zu haben. Schulter aus irgendeinem Grund hat er nicht direkt gefunden und irgendwie will er auch Haare als tiefer machen. Ja, aber es hat kein Problem anscheinend gegeben mit der IQ. Das ist doch mal schön. Ich hab das bei Unreal so oft, was es halt meckert, weil ich nicht alles unter einem Master habe, aber das scheint Unity komplett egal zu sein. Wir werden es gleich sehen, wenn wir die Animation machen. Wir werden das auch über dem File machen, der in Unity schon ist. Warte mal. Die Sample ziehen. Mach ich sie mal aus. Ich pack sie einfach mal rein. Der hat noch keine Materials und so. Die klauen uns gleich von dem anderen Modell. Ich habe ja die Blender-File hier reingeladen, dann kopiert er uns eine neue. Ist immer ganz gut, mehrere Versionen zu haben, falls wir halt wirklich hart verkacken und irgendwas kaputt machen, haben wir es nochmal. Jetzt probieren wir es nochmal. Okay. So, wir gehen ein bisschen. Wir geben uns ein bisschen Mühe. So haben wir nur so ein bisschen. Hier ein bisschen in die Hocke. Jetzt funktioniert das mit dem Bewegen auch ein bisschen besser. Warte mal, wenn das Schwert zieht, man geht dann mit dem gegenüberliegenden Bein nach hinten. Würde ich jetzt mal tippen.
Würde ich jetzt mal meinen Versuchen sagen, keine Ahnung. Ich könnte mir eine Pose raussuchen. Alles nicht so einfach. Ja, man könnte sich eine Referenz raussuchen, dann wäre das leichter. Komm, dreh dich in die Richtung. Nein, nicht den Fuß brechen. Nicht den Fuß brechen. Das war nicht so, warum. Den blauen nimmst du jetzt mal. Wir können das ja auch ein bisschen so machen. Aber ist mir gerade aufgefallen. Wir sollten das vielleicht auch direkt animieren, sonst ist es nachher weg. So. So, das ist doch schon mal eine Ausgangsposition. Dann nehmen wir jetzt keine an. Wir gehen mal auf Frame. Wie viele Frames hat Unity? Wie arbeitet es in 30 oder in 25? Das wäre dann 1 Sekunde, 2 Sekunden. Ich gehe mal einfach mal auf 2 Sekunden. Zur Testung. So. Ja, eben. Ich soll einfach nur gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ich habe einen Kommentar bekommen. Warte mal. Das hat mich jetzt einfach interessiert, ob das geht. Hier, ich habe hier einen Kommentar bekommen. Da möchte jemand diese auch so eine Schwertzieh-Animation haben. Und ich war mir nicht sicher, ob das geht, dass man das Schwert am Ende dann halten kann und so. Und ich teste das jetzt halt einfach. Und gucke, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, schneide ich das ein bisschen und lade das einfach als Tutorial oder so hoch. So, wir haben jetzt hier Position Anfang. Und Animation Ausgang ist. Nochmal hin, sicherheitshalber. Einfach alles nochmal markieren. So. Das Schwert verschwinden machen wir dann in Unity. Also nehme ich mir einfach die Hand wieder. Animationen sind nie so einfach. So sieht man es doch eigentlich ganz gut. Also ich hätte lieber kein Model zu ziehen. Ja. Das ist auch normal, wenn man beim Animieren gerade dabei ist, dass man einfach sämtliche Knochen bricht, um es dann wieder zu fixen. Sie steht sehr unsicher da. Sie hat auch so, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe aber ein Schwert jetzt. Okay. Das ist ja zack, zack. Das sieht ein bisschen komisch aus. Einfach weil wir auch hier durch den Körper so durchgehen. Wir drehen das schon mal ein bisschen. Wir müssen das in die andere Richtung eigentlich drehen. Warte mal. Ich muss überlegen, wie muss ich das machen? Ich ziehe das so durch mich durch. Müsst ihr hier schon sagen, liebe Hand, gehst ein Stückchen nach vorne, und du drehst das in die Richtung. Das macht mehr Sinn. War das dann? Glitsch ich noch irgendwo durch?
Okay. Ich würde sagen, das Handgelenk kann ich erstmal löschen. Das Handgelenk mache ich anders. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Egal, das reicht jetzt, dass das funktioniert schon. Wir haben hier ein Movement. Das ist zu schnell. Ich packe das hier einfach mal ein bisschen weg hier hin. Das ist mir alles zu langsam. Vielleicht so. Tada, Schwert. Das kann man ja erstmal so nehmen. Bei 45. Ende 45. So, das müsste man jetzt eigentlich direkt mit in Unity kriegen. Wieso sehe ich ein T-Post reingeladen? Hey, ich müsste sie doch eigentlich in T-Post auch reinkriegen. Das ist eine Szene. Kann das sein, dass es kann sein, dass das jetzt Probleme kriegt? Ich weiß gar nicht, gibt das jetzt ein Problem, dass die Pose so ist? Haben sie denn jetzt? Wir werden es jetzt sehen. Der erste Export. Wir machen erstmal Show in Explorer, damit ich weiß, wo ich das hinspeichern muss. Wir lernen dazu. Einmal Steuerung C. Export to VM. Make T-Pose. Das hat funktioniert. Version 1 Autor. Bin ich. Dann haben wir noch ein Bild. Haben wir noch irgendwie. Haben wir noch Lucy irgendwo? Habe ich nicht irgendwo da? Zack. Ist noch ein altes, aber was soll's. Dann speichern wir hier rein. Lucy Schwert. Und Word. Ich hoffe, das klappt. Bin mir nicht so sicher. Dann habe ich. Oh, ich habe sie ins Falsche. Das hat. Wait. Ich habe es falsch hier abgespeichert. Das ist hier drin. Muss ich schwer, das hier. Ich habe es einfach nur im falschen Ordner reingepackt und deswegen hat es nicht funktioniert. Oh. Okay, wir probieren das dann nochmal. Mit ihr. Ich will nicht gucken, ob es mit dem iKeyRig funktioniert. Export to VM. Make the pose. Texturen. Das ist ein Nana, will ich doch gar nicht hin. Ah, guck mal, auf einmal. Was ist das? Warte, da. Du bist die VRM. Dann mache ich dich mal kleiner. Mal bei dir Farbe drauf. Kurz einstellen. Jetzt mal die Main-Kamera. Master Hips, Bein, Chest, Neck, Head.
Wir brauchen ein paar Blend Shapes. Wo sind die Blend Shapes hin da? Mach nur die Standard-Dinger rein, einfach mal zum Testen. Und wir brauchen ein Schwert. Da packen wir die Animation dran. So, dann brauchen wir als nächstes von ihr. Wir brauchen einen Animation Controller. Wo ist es dann? Shader Testing. Animation Controller. Oh, mit ein. Ist gar kein RS. Ist auch okay. Passt schon. Das muss. Wo ist es? Ein. Oh. Ja, ich will kurz was essen. Ja. Ich hab's auch, glaube ich, gleich. Hier der Animation Controller, da muss er rein. Oder war das hier? Oh, wie kriege ich jetzt nochmal. Das ist. Nie. Ja. Hier konnte ich das Mannequin austauschen. Andere. Das Problem, welches Lucy Schwert hat das richtige? Ja, selbst sie geht. Okay, es scheinen alle zu funktionieren. Steuerung D. Ich kopiere sie mir mal raus. Sie dann hier rein. Das ist der hier, Base Layer. Der ist ja jetzt verbunden mit ihm. Das müsste jetzt funktionieren. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ich bin so durcheinander. Blend Shape. Ey, wir probieren es einfach mal. Animator? Nee. Animation muss rein. Nee. Move. Wie hieß das Ding? USFS. Das müsste das sein, USF Animation. Ja. Brauche ich nämlich dann hier Schwert. Und der Clip ist das hier. Den da rein. Warum muss ich das disablen oder enablen? Ich lasse es mal disabled. Das, ja, das ist die Animation. Das müsste so funktionieren. Was ihr noch machen müsst, da dazu, ist Record. Ich hoffe, ich überschreibe das jetzt nicht. Nein, 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 nein. Nur das Schwert, das hier. Das ist disabled. Wo ist das andere Schwert jetzt hin? Hallo? Okay. Das ist da. Das ist hier. Und den nächsten Frame ist es weg. Dann tauscht sich das. Dann glitscht das da durch, aber es ist egal, das soll ja nur getestet werden. Und dann hat sie das Schwert. So sollte das funktionieren. Hoffe ich zumindest. Bin mir nur nicht sicher. Warte mal. Ist es geloopt? Nein, es ist nicht geloopt. Body Orientation. Mass Feed, Center of Mass, das müsste eigentlich funktionieren. Bake into Pose.
Breaking to Pose, Breaking to Pose. Ich glaube, das passt so. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Export aber the Bundle. Ich habe Physik und nix drin. VRM-Schwert. Ja, speichern. Bin mal gespannt. Es kann sein, dass man das IQ noch enablen muss. Bin nur gespannt, ob sie das Schwert dann einfach behält. Oder ob es dann mit der Animation wieder verschwindet. Jetzt ist completed. So. Ist aber Avatar Selection. Machen wir es denn? Lucy Schwert öffnen. Bin mal gespannt. Ist auch mit nebenbei modellieren. So. Lola, jetzt hör auf mich zu stunken gleich. Ich glaube, ich muss mit der Lola dann auch noch mal kurz raus mit dem Päuschen machen. So, jetzt gehen wir hin. Settings. Also ich hab's jetzt halt schon mal da. Ich hab's nicht ausgeblendet, okay. Expression. Schwert. Dann machen wir Schwert einfach mal auf I. Tada. Okay, die Animation beendet einfach auch nicht. Bum. Da, tada, ich habe ein Schwert. Ich habe ein Schwert, wer will eins? Okay, funktioniert nicht so ganz. Aber ich bleibe jetzt einfach in der letzten Motion stehen. Ich kann aber auch. Warte mal, geht meine Leap Motion? Wo ist sie denn? Hier. Leap Motion? Leap Motion sagt nö. Vielleicht geht hier die. Geht das hier so weiter? Weil da müsste ich ja. Ah, guck! Es geht immer wieder in die Pose zurück. Ich müsste dann einfach in der T-Pose enden. Oder in der Warte-Pose. Wenn ich jetzt in die T-Pose. Aber die Ärmel bewegen sich nicht. Ich müsste dann einfach wieder in die Ausgangsposition zurück, wie ich einfach normal dastehe. Und er bleibt jetzt halt einfach in der Pose stehen. Also ich bin die Freiheitsstatue. Aber es funktioniert ja. Ich kann die Leap Motion tracken. Und die funktioniert auch noch akkurat. Ich bin einfach wieder. Ja, wenn ich dann einfach hingehe. Ist ja dann eigentlich auch Wurst. Wie ich stehe. Einfach nur, dass man das dann sieht, dass das unterschiedlich ist. Man müsste halt einfach seine Ausgangsposition dann haben oder eine neue, wie man es dann möchte. Ich lasse die Hand jetzt einfach so. Ist einfach nur zum. Da, zack. Warte mal. Ich muss das ja dann auf 60 machen, wie es vom Timing ist. Katastrophal. Ich mach das mal anders, wir gehen auf 80. Merk mir alles. Pack das auf 80. Steuerung C. Dann präsentiere ich das einfach ein Weilchen und dann geht's runter. Tada! So kann man das doch lassen. Jetzt sollte die Szene hier länger sein. Kann ich jetzt? Dankeschön. Nee. Ist das eigentlich. Doch jetzt. Okay, ich war einfach nur zu schnell. Das ist Szene 1 jetzt. Dann gehen wir hier hin. Sagen Szene 1. Muss ja hier nochmal hingehen. Geh bitte nochmal auf. Record.
Achso, ich habe mich aufs Modell geklickt. Okay, ich war selber doof. So, das ist das Schwert. Record. Zack, es ist hier aus. In Frame 1 ist es an. Dann haben wir Cube 2. Das ist hier an. Und in Frame 1 ist es aus. Was ist das Falsche? Soll ich doch verarschen? Das hier aus. Soll der jetzt ran sein? Nee. Wo ist es hin? Da ist es. War ich zu nah dran? Hat es einfach ausgeblendet? Jetzt ist es aber da. Okay, jetzt funktioniert's. Jetzt. Jetzt habe ich es aber. Einmal noch exportieren und dann können wir spielen. Jetzt müsste es aber klappen. Wir haben es durchschaut. Wir gehen in Selection, gehen erstmal auf einen neuen Charakter, laden den Charakter nochmal rein. Jetzt müsste. Tada! Ja, und jetzt müsste es einfach nochmal weitergehen, ja. Deep Motion? Hallo? Oh, bist du wieder eingepennt? Ich hab geklatscht, Lola! Deep Motion wird abgeschmiert. Wieso schmiert die ganze Zeit ab? Was soll denn das? Jetzt, guck. Und mit Schwert. Ja, wenn man das sinnvoller alignt, dann kann man das auch besser festhalten. Ja, dafür, mal, dass mein fähiges Schwert da ist. Was ich mal probieren will, wir haben das. Ist das auf Edited? Wenn wir das auf Base machen? Ändert sich nichts. Okay. Aber halt nur, wenn man andere Blendshapes benutzt. Das müsste schon additive sein. Was passiert, wenn man das... Okay. Rot macht keinen Sinn. Toggle. Transition Time macht ja auch keinen Unterschied. Nicht wirklich. Ja, gut. Jetzt hat wieder irgendwas verabschiedet. Weil es die Leap Motion wieder. Erst war wieder. Dann halt keine Leap Motion dann. Wenn es halt abstürzt. Und das funktioniert. Wir haben es geschafft. Auch wenn über Umwege, aber es geht.